So, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon da? So, wir haben Montag früh. Schaut mal. Hammer. Ich muss mir jetzt schicken, ich muss in die Produktion. So, wie immer. Läuft. Wir haben Messewoche. Und was heißt wir? Ich bin von Italiener eingeladen worden auf Messe. Und ich nehme euch damit über die Messe und ich schaue das mal in Parma. Wir sind nämlich in Parma. Da auf jeden Fall noch eine Führung in so einer richtig krassen Parmesan-Käserei kriegen. Uhu! So, guten Morgen in der Produktion. So, wir sind gerade immer noch Prozessoptimierung. Diese Becher packen mich ab. Seht ihr das? Es ist geschlossen am Schluss. Die Programmierer müssten da irgendwo eine Viertelsekunde Pause reinmachen, ja? Hätten wir keinen Stress. Und so schaue ich halt Ausschubgeschwindigkeit, Rippelgeschwindigkeit. Wäre so einfach zu programmieren. Vielleicht muss ich auch mal ein 3D gedrucktes Teil noch mal ein bisschen anpassen. Seht ihr das? Meine Fresse, ey. So, ich sehe Blatina gar. Geschehen, ne? Oder ich mache so Rücklaufdrossel rein vielleicht. Einfach, dass der Arm jetzt so schwanzt, das ist nur das Problem von Drecksitaliener. Geht mir das auf die Eier, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann nochmal machen. Keine Ahnung. Und zwar der Arm unten passt eigentlich von der Kinetik gar nicht so dahin, wo das soll, ne? Seht ihr das? Der spielt immer ein bisschen zu weit drüber. Von oben habt ihr das auch gesehen. Der haut immer einen Ticken zu weit drüber und das ist halt die Scheiße dann. Ja.
hier da und auf einmal funktioniert das, ne? Bloß der schmeißt immer so ein bisschen komisch raus. Also das Design ist ein bisschen scheiße. Oder ich habe einen Denkfehler, das kann auch sein. Wahrscheinlich das. Gott sei Dank. So eine Scheiße mit der Scheiße. In 2 Minuten. Drecks-Lili. Hühnchen. Guten Morgen. Und. Übrigens, hier sind die ersten Pakete. Wir haben nämlich eine Kooperation. Ich kann euch berichten. Die haben sich gedacht, der Michael, ne? Diese alten Drecksgummistiefel, die ein Loch haben, das geht so gar nicht. Und dann ist ja bei mir immer so, mit Schuhen, aber man sieht noch gar nichts. Mit Schuhen ist der Michael eh nicht gesegnet. Da haben sich die gedacht, Alter, so kann das nicht weitergehen. Der braucht doch mal gescheiter Schuh. Also, jetzt hat Cheese up your life, ja. Bis gleich. So, also, jetzt sind wir gerade am Pasteurisieren noch. Von der letzten Milch ist es jetzt 12 Uhr. Hier geht mein Flieger. Alter, manchmal habe ich eine Schüssellaufdick, ey. Nee. 17:30 Boarding. Ach, geht locker. Könnt ihr nur mal käsen. Wir haben jetzt hier schon hergerichtet. Einmal mikrobilles Lab. Und einmal noch Lysozym. Setzen wir zu, wegen, da wir die Silage Milch haben. Und weil es dann Spätblähungen geben kann. Im Joghurt. Im Joghurt. Im Käse. Aktuell jeden zweiten Tag ist schon heftig. Und da muss man wieder sagen, na, es ist ja so, hey, Milchwirtschaft oder alles, was du verkaufst, ist gar kein Problem, solange du entweder kein MHD hast oder jedes Stück abgenommen wird, was du produzierst. Und sobald du selbst dafür verantwortlich bist, jedes Stück zu verkaufen, ist es ganz was anderes. Wir merken das ja immer mit der Milch, ja, sehr, sehr genaue Planung. Und dann nehme ich nochmal was her, haust du den Joghurt rein, damit du länger das MHD hat, solche Sachen.
damit wir ja nichts wegmachen müssen. Es ist echt. Und selbst dann bist du noch in der Lage und musst mal was an die Tafel abgeben oder so, ja? Aber da. Ja, so ist es. Also, alle, die mal auf die Molkereien schimpfen, schimpft es mal nicht gar so laut, weil das ist gar nicht so einfach. Ja, die sind größer und ja, die haben Abnahmeverträge, aber die sind auch nicht so, dass alle immer sagen, so und so viel heute bis planbar nächstes Jahr. Ne? Und dann haben die Bauern mal ein wenig mehr Milch, ein wenig weniger Milch und dann bist du wieder am Rödeln. Alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So, wir machen jetzt Bärlauchkäse. Und Lagerbärlauch. Da unsere Spülküche. Da spülen wir die ganzen Eimer drüber. Und hier unser viel zu großes Lager. So. Wo haben wir denn den Bärlauch? Anna, Chili. Chili, wo ist Bärlauch? Da hinten ist Bärlauch. Halt, Bärlauch, das ist Kräuter de Provence. Kräuter de Provence. Ja, da liegen in meinem Lager liegen 1000 Euro. Tausende Euro. Tausende Euros. Schimpft sich das, glaube ich. So, die Mädels packen gerade Online-Shop. Die erste. Das ist die Bälle auf das haben wir schon. Das ist richtig fein. Der wird jetzt dann ungefähr ein Jahr lagern. Der Runde. Eigentlich wird es ein bisschen schneller auf, aber im Runden ein Jahr. Das ist so geil. Durch, ne? Ja. Hey, jetzt dürft ihr mich da nicht für zu ernst nehmen. Bei mir ist es ja auch noch klein. Das, was ich mache. Ich verarbeite jetzt meine Milch komplett mit 60 Kühen. Und jetzt aktuell kriegen wir jeden zweiten Tag was zugeliefert. Weil es ein bisschen knapp geworden ist. Und deswegen, ja. Jetzt füllen wir unser Käselager auf und das ist echt gut. Die Milchqualität ist mega. Ist ja auch so, wenn du hergehst und also wenn das Ausgangsprodukt, also die Milch gut ist, dann ist der Rest auch geil. So. Immer so warten, warten, warten. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Pasteur fertig ist. Und wenn der durch ist, dann haben wir 50 Minuten Zeit. Alter, wir haben jetzt 15 Uhr.
Ich muss mir eigentlich duschen, weil der Flieger geht. Jetzt war ich heim mit dem Käskessel gegangen, weil das runtergefallen ist im Käsenei, hat sich verspreizt. Alter, ich hab mein witzig Spinn, ey. Irgendwie ist halt immer irgendwas, ne? Naja, in diesem Sinne, ich muss weiter. 15 minutes later. Alle, die mich nur in weiß kennen, ja. Uhu. So, und jetzt da hinten anstehen. Alter, ich hab gar keinen Bock da drauf. Wir stellen uns nicht an. So, jetzt für die landwirtschaftliche Klientel eine Maschine. Das ist Clickbait. Clickbait. So, aber die weiteren Maschinen gibt es innen, die viel interessanteren. So, also, wenn der Micha mal groß ist, dann kauft er sich so eine Maschine. Die schafft ungefähr das Vierfache von der jetzigen. Und hat hier so Scheiße wie dass die Luft aufbereitet wird nochmal, dass man im Sterilbereich abfüllen. Alter, der Micha muss noch ganz schön wachsen. Und weil der Michael das sich immer noch mehr leisten kann, muss man auch hier von Hand abnehmen. So, wie immer auf Messe, weiß man, man ist viel zu klein. Scheiße. Ja, auch die Apfelstraße hier, oder beziehungsweise die, eigentlich ist das ja nur, dass du irgendwas verschaffst hier vorne. Wir sind einfach zu klein. So, jetzt sind wir am richtigen Stand angekommen, und zwar beim Milky Lab, beim Milky Tag. Und da ist unsere Anlage her. Wir haben uns jetzt was kredenzt, und zwar Parmesan mit einem Balsamico. Und der Chefin gehört die Firma, die den Balsamico herstellt, 40 Jahre alt. Wie geil ist das denn? Sehr, sehr geil. Ja, genau. Diese zwei Hähne. So. Guten Morgen. Jetzt passt mal auf. Nämlich. Alter. Schau euch das mal an. Wir sind jetzt nämlich Gummistiefel Tester. Ich habe mich drin auch noch mal zwei Bar. Die eine ist für Steffi. Das könnte sogar passen, ne? Boah, geil. Also gut, Zackchen muss ich noch anziehen. Boah, für den Wind, das ist ja die Hammer. Also, ich zeige es im Stall nochmal. Und zwar im nächsten Video. Na? Wow.
Doggy! Wo ist der Penner schon wieder? Hundi! Weiß man nicht. So. Wie guckt sie aus? Schaut mal. Betsy! Betsy! Die Mutter dazu. Ach so, wenn ihr das Video nicht geliked habt, dann liken, Kanal abonnieren und teilen. Bis dann. Hundi? Hm, wo warst du unterwegs? Na sitz. Na sitz. Na fein, mein Guter, ne? Haben wir dich heute Nacht wiederholen müssen, ne? Du alte Fledermaus, ey, ha? Und deine Ohren. Da, ne? Come.